Mit der ersten Welle gab es auch den ersten Surfer. Weißt du, man brauchte einfach nur ein Stück Treibholz oder eine Eisscholle und schon ging's ab. Alle waren verrückt danach. Und wie verrückt die danach waren. Ist noch nicht lang her. Da gab's noch die harten Jungs, du weißt schon, die mit den Zähnen über dem Brett. Die haben sich auf gigantisch große Boards gestellt. Diese Typen damals, das waren die echten Pioniere. Aber keiner hatte erkannt, was Surfen wirklich sein kann. Bis Big Z auftauchte. Und wer war Big Z? Wer Big Z war? Da fragst du den Richtigen. Sie steht für alles. Big Z ist Surfen. Gut möglich, dass es vor Sie gar keinen Ozean gab. Er wurde gewissermaßen für ihn erfunden. Er lebte am Limit. Denn er hatte weder Angst vor dem Leben, noch vor dem Tod. Als ich noch ein kleiner Junge war, besuchte er die Antarktis. Er hätte mit jedem reden können, aber er kam schnurstracks auf mich zu und erklärte mir Folgendes. Weißt du, Kleiner, egal was kommt, zieh dein Ding durch. Denn das machen Gewinner. Er war der Größte. Jeder hat ihn bewundert, respektiert und geliebt. Und eines Tages werde ich so sein wie er. Sag mal, Cody, wenn du die erste Welle reitest und die ganze Insel dich beobachtet, wie ist das? Das ist unglaublich. Ich hoffe nur, dass die Kameras laufen, weil man das immer und immer wieder sehen will. Total abgefahren. Das war sensationell. Könige der Welt.